weiß, ich mache diesen Scheiß tip top. Ich mache eine rap-technische Wartung, nämlich Pit Stop. Viele folgen nur einem Trend wie Flip Flop und wollen dann nicht mehr Rapper sein, weil ich Shit flop. Dabei weiß jeder, zum Rappen ist doch die Persönlichkeit wichtig und das King doch wie ein Kickloch. Ich kick's auch, Baby. Das ist Hip-Hop. Mic Check 1, 2, Bros mit Punchlines, L-B-O-T, Click und D-A-N-Y. Diese 1, 2, 3 Rapper vereint bringen Trouble, weißt du, was das heißt? Wir sind für Hip-Hop wie das Age für den Fixer, das Gras für den Kiffer, die Straße für den Sticher. Das heißt, ohne uns geht's nicht mehr. Das Game braucht neue Spieler, ich sag's euch immer wieder. Eure Lieder will niemand wie viele, aber keine Sorge, jetzt sind wir da. Einige können uns nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Wir fühlen es zu extrem, wir fühlen es zu extrem. Einige können uns nicht verstehen, wenn sie sehen, wie wir zu Hip-Hop stehen. Wie wir zu Hip-Hop stehen. Sie sagen, hey, hallo, was geht? Wir fühlen es zu extrem. Für mich ist Rappen mehr als nur Sätze in einen Rhythmus zu bringen oder mit Gefühlen zu singen, zu klingen, erfolgreich zu sein, umringt von Gewinnen. Es ist mehr als das. Es fühlt sich an wie verlassen vom Hass umgeben um meiner Leidenschaft und frei von der Last. Mittlerweile ist der Hip tot, aber der Hop zum Pop geworden. Top MCs klingen verdorben und Undergrounds Rapper ran fraglich, machen sich Sorgen. Sie fragen sich, wie nennt sich unsere Musik morgen? Ich ticke und picke die richtigen Leute und entwickle aus ihnen Horde MCs. Nenne sie GIG 24/7. DAMY ist geblieben. Und tut der Musik lieben? Ja, na klar. Leute, Hip-Hop ist eine Art zu leben. Für jeden und jeden geben und nehmen das Optimismus anheben. Und für uns Rapper Ziele anstreben. Ich weiß, was ich bin. Ich bin Hip-Hop, Baby. Nennt mich Hip-Hop.